herzlich willkommen auf hiphop.de. Mein Name ist Aria, eine neue Folge von On Point. Ja, montags, ihr wisst Bescheid, immer montags auf hiphop.de. Genau wie letzte Woche drängt sich das Thema eigentlich auch schon wieder fast auf. Wir sind gar nicht so weit entfernt eigentlich von letzter Woche von dem Thema. Da ging es um Coop, der Holland-Job natürlich. Viele Leute haben geschrieben, warum geht es denn jetzt immer wieder um Xatar und Haft? Klar, es ist gerade das Event, was sich halt aufdrängt. Ja, Xatar und Haft, zwei große, erfolgreiche Rapper des Landes, tun sich zusammen für so ein Album, für der Holland-Job. Da bietet sich das einfach an, drüber zu reden. Zu deinem Lieblingsrapper werden wir auch noch kommen, wenn er ein Album in den Startlöchern hat. Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle an Haft und Xatar und alle, die an dem Album mitgearbeitet haben. Platz 1 steht, ja, steht wie eine 1. Am Freitag war es dann bekannt, dass der Holland-Job auf 1 gechartet ist. Das erste Mal übrigens für Haftbefehl auf Platz 1 der Charts. Ja, ich glaube, Russisch Roulette hatte es knapp verpasst. Und am Freitag ist natürlich auch eine andere große Sache passiert, über die es hier gehen soll. Der Diss von KC Rebel. Lange hat es sich angekündigt nicht. Es kam ja mehr oder weniger unangekündigt so direkt, aber man hatte es vermuten können. Am Freitag war der Diss von KC Rebel dann da, ja. Der Diss ist da, hat auch direkt Wellen geschlagen, das kam Freitag raus, ist Samstag, hat es die 1-Million-Marke schon geknackt, was wirklich sehr beachtlich ist. Ich glaube, die einzigen Deutschrap-Videos, die das toppen können, so von der Zeit her, müssten eigentlich Kay und Bushido sein mit den beiden Diss-Tracks da gegeneinander, was natürlich auch zeigt, dass Diss-Tracks immer noch unfassbar viel Gesprächsstoff und einfach unfassbar viel Anziehungskraft haben im Rap-Game. Was auch gut ist, ich meine, es gibt kaum was im Rap, was so viel Gesprächsstoff bietet wie ein Beef. Vor allen Dingen dann, wenn er musikalisch ausgetragen wird, was jetzt langsam ja der Fall zu sein scheint. Ihr habt es vielleicht mitbekommen in den ganzen Medien, ja, Tageszeitungen, wir haben auch berichtet, dass ein paar Vorfälle gab auf den Kölner Ringen, in der Nähe der Kölner Ringe, die ja, vielleicht in Verbindung auch mit diesem Rapper-Streit stehen könnten. Deswegen umso erfreulicher jetzt schon mal an dieser Stelle, dass es jetzt auch einen Track gibt. Ja, das gibt ein bisschen so die Möglichkeit, dass die Beteiligten sich auf musikalischer, verbaler Ebene äußern können, was natürlich immer, begrüßenswert wäre, statt dass man das mit Gewalt löst. Gleichzeitig um einen Punkt, den ich hier eigentlich gar nicht so krass besprechen möchte, vorneweg schon mal wegzuräumen. Viele haben geschrieben, ja gut, Casey wirft Xatar jetzt Promo vor, deswegen habe er über Casey geredet, allein nur aus Promogründen. Jetzt bringt Casey seinen Diss-Track raus, ja, und kündigt dann gleichzeitig sein Album an. Ja, das ist ja auch Promo und bla bla bla. Da muss man auch ehrlich sein und sagen, gerade auch an den Klicks, wie man sieht, ja, ein Diss-Track, ein Beef generiert sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Wer das nicht nutzt für seine eigene Promo, ist auch ein bisschen, also, ne, es ist ja einfach nur clever, dann die Aufmerksamkeit, die dieser Beef oder dieser Diss-Track mit sich zieht, auch direkt zu nutzen, sein Album anzukündigen, vielleicht die Promophase ein bisschen vorzuziehen oder nach hinten zu schieben und so weiter. Allein, weil man mit dem Diss einfach so viel Aufmerksamkeit generieren kann, ja? So viel dazu. Ihr wisst, hier bei On Point gehe ich oft auf eure Kommentare und so ein. Ich versuche hier auch die ganze Zeit Sachen einzubinden. Ja, ich habe die Leute auch gefragt auf Twitter, was haltet ihr von dem Diss-Track, von dem Casey Rebel Diss-Track. Ich werde versuchen, hier die ganze Zeit Facebook- und Twitter-Kommentare einzublenden, auch wenn ich nicht direkt immer auf sie eingehe. Oder euren Namen nenne, werde ich ja, also ist es trotzdem das, worüber ich die ganze Zeit rede. Ihr könnt euch auch die Was-Los-Folge reinziehen. Bruce guckt sich eure Snaps an, labert nochmal ein bisschen was zu einem Thema. Ich wollte jetzt ein bisschen musikalisch auf den Diss-Track eingehen, denn es ist ja auch ganz interessant zu sehen, was Casey da überhaupt eigentlich macht. Also klar, wir haben den Stress alle mitbekommen in Köln vor den Shisha-Bars. Wir haben die Vorgeschichte alle mitbekommen, ja, seit letztem oder vorletztem Jahr, wo Casey in seiner Promophase angefangen hat, ein paar Rapper hier und da aus Spaß zu dissen. Das hat AON, das hat das AON-Camp, glaube ich, nicht so toll aufgefasst. Da gab es immer diese Sticheleien, Shisha-Rapper, Baklava-Rapper. Jetzt zur Promophase von Coop hat Xatar ausgepackt, dass Casey während dieser Zeit, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, wo so ein kleiner Zwist zwischen Banger und AON herrschte, versucht hat, die Fronten wohl zu wechseln zu AON. Casey hat das natürlich dementiert, jetzt den Diss-Track nachgelegt.
der sehr düster ist. Es erinnert soundtechnisch, musikalisch ein bisschen an Back to Back, finde ich. Gar nicht so aufdringlich, sondern einfach von Style her. Wenn man ehrlich ist und sich die Diss-Tracks der vergangenen Jahre mal reinzieht, gerade im Deutschrap, fällt einem auf, oft wurde das so sehr dramatisch, episch umgesetzt, ja, mit so einem großen Chor im Hintergrund, mit so dramatischen Streichern, fast schon so Braveheart-Soundtrack-Musik als Instrumental genommen, damit das auch schön so epochal kommt, wenn du jemanden disst. In der Tradition steht beispielsweise jetzt Caseys Diss gar nicht. Andererseits, es gab auch diesen Diss-Track von Shindy gegen K1, ja, ganz früh. Das war auch kein üblicher Diss, ja. Das hat auch verzichtet auf dieses dramatische Setting. Da wurde es eher so spielerisch, lustig, humorvoll umgesetzt, soundtechnisch. Jetzt bei Casey ist es schon noch düster, ja. Es hört sich schon immer noch sehr hart an, aber es wurde moderner gelöst, ja. Also es ist nicht mehr dieses epochale Streichorchester mit Chor im Hintergrund, sondern minimalistischer, reduzierter, trockener, düsterer Beat. Bis jetzt steht in der Casey Rebel Videobeschreibung leider nicht, wer das Ding produziert hat, ja, aus wessen Feder der Beat stammt. Aber ich denke, so ganz nebenbei mal gesagt, wenn das Rebel-Album sich so anhören sollte, also in die Richtung geht, auch so hart bleibt, weiß man ja nicht, war jetzt ein Diss-Track, also ich denke auch gar nicht, dass es ein Vorbote fürs Album ist, sondern es wurde einfach die Aufmerksamkeit genutzt, auch das Album gleichzeitig anzukündigen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Bist du real oder so. Aber wenn das Casey-Album in diese Richtung geht, denke ich, werden wir viel Spaß damit haben, nur mal so nebenbei bemerkt. Ja, wie gesagt, viele Leute waren begeistert von dem Track. Das ist natürlich eigentlich immer erstmal die erste Reaktion, glaube ich, wenn Diss-Track rauskommt. Die Leute sind heiß, die hören sich das an, die sind beeindruckt erstmal davon und so. Ich denke, der Song an sich, auch weil er so stimmig ist und der Sound auch gut ist und der Song an sich, selbst wenn es kein Diss-Track wäre, einfach Spaß macht, ist ja deswegen sehr unterhaltsam bei den Leuten angekommen. Ich denke, viele Leute hatten Spaß mit dem Song. Einfach erstmal an erster Stelle, weil es ein guter Song ist, weil das cool produziert ist, weil der Beat Spaß macht. Also ich meine, dass Casey ein guter Rapper ist, dass Casey eine geile Stimme hat, auch mit der Stimme spielen kann, auch Melodien drauf hat und so. Das wissen wir ja alles. Das demonstriert er im Song auch ganz gut. Von der, ich sag mal, Hook, ja, also dieses ist da. Über die Parts und so macht er ja einen sehr guten Job, ja, zeigt auf jeden Fall, dass er ein guter Rapper ist. Ich weiß, die Leute kommen jetzt wieder mit Silben und da sind nur einsilbige Reime und da sind nur zweisilbige Reime und so weiter und so fort. Aber als Rap-Song ist das Ding doch geil, es hat eine Atmosphäre, er weiß, wie er seine Stimme einzusetzen hat, die Parts kommen cool, also er weiß, wie er die delivern soll. Und natürlich ganz wichtig, vielleicht am wichtigsten bei einem Diss-Track, die Punchlines, ja. Die Punchlines sind da, ist da, Punchline-Massaker ist da. Punchlines natürlich in jeglicher Form, ja. Es werden sehr, sehr viele Themen angesprochen in dem Song. Casey hat da wirklich versucht auszupacken, auch zu punchen, zu battlen. Da ist eigentlich das ein gutes Gesamtprogramm so für einen Diss-Track. Also da sind stumpfe Beleidigungen, die gehören natürlich zu einem Diss-Track dazu, um einfach so ein bisschen die böse Atmosphäre aufzubauen. Da sind private Sachen drin, ja, private Sachen. Ich würde sagen, spätestens seit Hit 'Em Up ist es ja gang und gäbe, wenn du was Privates in der Hand hast, in einen Diss-Track reinzulegen. Ich meine, wer es nicht kennt, ja, Hit 'Em Up von Pac, wo er die legendären Zeilen auspackt gegen Biggie. Remember when I let you sleep on the couch? Klar, wenn Leute eine gemeinsame Vergangenheit haben oder wenn man einfach Infos aus dem Umkreis von anderen hat, ist das klar immer eine Geheimwaffe, die man in einem Diss auch benutzt. So auch Casey. Ich denke, neben der Stelle, die so ein bisschen um Familie geht und ganz offensichtlich auch Enisa Amani, das ist mit Sicherheit ein großer Part des Punches, den Casey da in diesem Diss-Track eben verarbeitet. War das sicher auch taktisch klug, Leute wie Berobas mit ins Boot zu nehmen, namentlich da zu nennen in dem
Diss-Track quasi die, also wenn du jemanden namentlich nennst, ziehst du den ja sozusagen mit rein. Derjenige muss sich dann auch gewissermaßen äußern. Berobas hat sich schon geäußert, ja, hat sich auf die Seite von Casey gestellt. Wenig überraschend, ehrlich gesagt, wenn der namentlich in diesem Diss-Track auch schon rüberkommt. Die zweite große Sache, also der zweite große Punch, den Casey da landen möchte bei Xatar, ist ganz offensichtlich, also mehrmals wurde es angesprochen mit dem Erfolg. Natürlich, Casey kann jetzt auf ein sehr, sehr erfolgreiches Album zurückgucken. Fata Morgana, eben das Album, wo eben Bist du Real drauf war. Hat sich ganz offensichtlich 100.000 Mal verkauft. Ja, Casey spricht es an in dem Song, dass er Gold gegangen ist mit dem letzten Album. Herzlichen Glückwunsch zu Gold. Es ist eine ja, phänomenale Errungenschaft. Ja, gerade wer Caseys Karriere kennt, verfolgt, seit Derdo Derdo und SAW und so weiter, weiß, dass es ein harter, langer Weg war. Gold ist wirklich eine beachtliche Leistung von Casey. Und nutzt sie natürlich auch, ja. Ist ja auch klar, wenn man solche Zahlen abliefert, kann man ja auch gut und gerne mal stolz drauf sein und darauf verweisen. Casey hat zudem noch einen Post gemacht, wo er behauptet, es ging um die Erstwochenverkäufe von Coop, ja. Ich glaube, 12.000 sollen es angeblich gewesen sein. Regel Nummer 1, glaub nicht alles, was im Internet steht. Am besten auch nicht alles, was Rapper erzählen. Ich meine, es kann sein, ja, es kann sein, dass Casey da recht hat mit den Zahlen, dass Coop, der Holland-Job, in Anführungsstrichen, sag ich mal, nur 12.000 Einheiten abgesetzt hat in der ersten Woche. Es kann aber auch sein, dass Casey einfach blufft, ja. An dieser Stelle ein Plädoyer an irgendwen, der verantwortlich ist dafür. Es wäre doch mal schön, wenn wir in Deutschland wirklich die Verkaufszahlen öffentlich hätten, ja, wie in den USA. Da kann man ja immer so, in den USA kann man ja schauen, wie viel 100.000, wie viel 1.000, wie viel 100 CDs hat der und der verkauft in der ersten Woche. Ich meine, wie viele Platten hat jemand verkauft, ist ja wirklich eine absolute, also eine absolute Zahl, mit der man wirklich was anfangen kann, die wirklich vergleichbar ist. Wer jetzt auf Platz 1 oder 2 oder 3 ist, immer relativ, ja, das heißt, so gut vergleichbar ist das jetzt nicht. Ich habe vorhin gesagt, Haft ist jetzt zum ersten Mal auf der 1 gechartet mit Coop. Ich würde sogar vielleicht behaupten, Russisch Roulette sogar mehr verkauft als Coop in der ersten Woche, ist aber auch auf Platz 4 oder so gechartet, also nur ein Beispiel, ja, es muss nicht sein. Trotzdem nur damit ihr checkt. Interessant natürlich auch in der ganzen Verstrickung, ja, die jetzt vermutlich einfach immer größer wird und Rapper sich jetzt ständig zu einer Seite bekennen müssen, was vielleicht auch nicht das Schönste in einem Rap-Beef immer ist. Ich meine, Beef und Disses gehören zum Rap dazu, zu Hip-Hop dazu. Zum Glück, Gott sei Dank, haben wir so eine dynamische Kultur. Zum Glück gibt es sowas wie Beef und Disses bei uns. Denn, also ich sage es immer wieder, Diskussion und Diskurs und Auseinandersetzung, Konfrontation gehört alles zu Hip-Hop, solange das musikalisch bleibt, solange das verbal bleibt. Meinetwegen, solange das auch auf Social Media bleibt, cool. So Hauptsache, es wird nicht mit Messer und anderen Sachen irgendwie ausgetragen, dann wird es nicht so schön. Aber eben diese Verstrickung, dass sich dann Rapper XY zu dem bekennen muss und dann mit dem anderen vielleicht wieder uncool ist, wo man eigentlich cool war, dann ist die Beziehung ein bisschen vorbelastet. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen so der uncoole Teil davon. Aber, ja, ein prominenter Mensch, der auch im Casey-Video schon zu sehen ist, natürlich Essener Kollege PA Sports, selbstverständlich, mein PA und Casey sind Partner seit Tag 1, ich glaube, ich liege da nicht falsch, wenn ich sage Tag 1, waren zusammen SAW, sind vielleicht in der Zukunft wieder irgendwann SAW und deswegen gar nicht so überraschend oder auch gar nicht so jetzt dramatisch, dass PA dort in einem Video ist. Ist klar, dass er seinem Bruder den Rücken stärkt. Interessant aber in dieser Angelegenheit natürlich, PA hatte nicht allzu lange her eine Auseinandersetzung mit natürlich Haft, ja, Haftbefehl. Ich denke, das wurde bis zu diesem Soundclash in Essen schon wieder aus der Welt geschafft, ja. Umso besser. Es gab einen starken Track auch von PA zu dem Thema. Also auch wieder ein Beef, der zumindest einen coolen Track auch hervorgebracht hat. Zum Glück ist der Beef ja vorbei. Also Casey ist ja Teil der Banger und Farid hat da auch schon ganz deutlich gesagt, quasi so eine Ankündigung, wer sich gegen Banger stellt,
oder gegen Casey so, der stellt sich auch direkt gegen Banger. Alles logisch, es hört sich alles dramatischer an, jetzt gerade auf Rap-Ebene, als es dann eigentlich ist. Also selbstverständlich, dass zum Beispiel Pierre in einem Video ist, selbstverständlich, dass Farid sagt, ey, wer mit Casey dann Stress hat, der hat dann Stress mit ganz Banger-Musik. Soweit so normal eigentlich. Jetzt werden auch die Rapper natürlich die ganze Zeit gefragt, was sie davon halten. Gerade so meinungslustige Leute wie Manuelsen oder Flair, ja, die oft immer eine sehr beliebte Meinung zu Themen haben. Flair hat, glaube ich, ähnlich das, was ich jetzt gesagt habe, auch gesagt, cool, solange es auf Tracks bleibt. Also ich meine, Flair hat da jetzt vergleichsweise wenig mit diesem ganzen Ding zu tun. Solange es auf Tracks bleibt, ist es cool. Ja, finde ich auch. Ja, solange wir neue Songs, neue Musik bekommen, solange die Energie in Songs, in Musik umgesetzt wird, ist geil. Ich glaube, den coolsten Beitrag zu dem Thema hat Manuelsen gemacht. Ja, der hat einfach Curse zitiert. Natürlich 10 Rap-Gesetze. Rap ist Kampfsport. Sei drauf gefasst, dass du gedisst wirst. Ist halt wirklich am Ende des Tages so, bleibt auch so hoffentlich. Also ich wünsche mir, ich persönlich wünsche mir, dass Xatar ein Song in Song Art und Weise antwortet. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ja. Haftbefehl hat ja, ohne jetzt die beiden Beefs so krass gegeneinander stellen zu wollen, haben vielleicht vom Ablauf gar nicht so viel miteinander zu tun. Aber einfach, weil es sich jetzt campmäßig anbietet, Haft hat ja zum Beispiel die Angriffe von PA mehr oder weniger ausgesessen, was natürlich eine Sache ist, die man machen kann, wenn man angegriffen wird von einem Diss-Track, kann man das Ding aussitzen, warten bis der Hype vorbei ist, man kann einfach nicht drauf antworten. Andererseits natürlich 1 Million Klicks und die ganze Aufmerksamkeit jetzt, da könnte man meinen, möchte man noch Stellung dazu? Also, ich weiß nicht. Jeder hatte wahrscheinlich schon mal so eine Situation im Streit, wo man sich denkt, ich würde mich gern jetzt dazu äußern, so. Man möchte sich verteidigen. Andererseits gibt es auch Streitigkeiten, das kennt jeder, wo man einfach auch gar nicht antworten will, so. Dann geht man weg, so, und will nichts damit zu tun haben. Ich bin gespannt, wofür sich Xatar entscheidet. Wie gesagt, ich wünsche, es bleibt bleibt oder kommt wieder auf die Rap-Ebene. Und da ist auch schon echt genug Thema bei, worauf Xatar, denke ich, antworten könnte. Es gibt auch vieles so, was man bei Casey jetzt naheliegenderweise natürlich diese Dagi B-Sache kritisieren könnte. Abgesehen natürlich von den Disses, die Casey gebracht hat auf, was weiß ich, Körpergewicht und Aussehen und so, das sind natürlich typische Battle-Dinger, war, denke ich, auch genug Handfestes dabei, ja, also genug wirklich Punches, die gesessen haben, die thematisch on point waren, war genug dabei, ja, dass Xatar definitiv auch antworten kann, die Sachen auch aufgreifen kann, also das ist natürlich auch ein Vorteil jetzt, wenn man antwortet, ja, der Vorteil, wenn man anfängt, ist natürlich, man nimmt den ersten Hype mit, man setzt den ersten Stich sozusagen. Wenn man antwortet, hat man natürlich die Chance, Sachen aufzugreifen, wie man so klassisch sagt, den Spieß umzudrehen. Das hat, würde ich spontan sagen, bei K1 gegen Bushido nicht so stark geklappt. Ich meine, Case Diss kam sehr lange, viele Monate nach Bushidos Diss. Hat schlicht und einfach vielleicht auch zu lange gedauert, bis die Antwort kam. Es sind manchmal auch echt nur simple Gründe, warum etwas nicht funktioniert. Andererseits natürlich, das Urteil kennt jeder. Ich glaube, wenn ich 10 Rap-Fans fragen würde auf irgendeinem Festival, würden mir 9 davon sagen, das ist der größte deutsche Diss-Track aller Zeiten. Fällt ja immer wieder der Name Urteil von Savage gegen Echo damals, was man ja oft vergisst, Urteil kam nach Abrechnung, ja, also Echo hat erst mit der Abrechnung vorgelegt und Urteil kam ja danach, man kennt ja die Lines, ja, du hast recht, ich bin jetzt 30 Jahre, wo ist jetzt der Diss, ich peil's nicht mal, das ist natürlich eine direkte Antwort auf Lines, die in der Abrechnung gedroppt werden. Das ist dann natürlich auch die Chance jetzt für Xatar, auf Sachen zu antworten, Sachen zu seinen Gunsten so zu drehen. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Genug stichhaltige Sachen sind dabei beim Diss-Track von Casey. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Diss-Track. Lustigerweise, ich war mit Roos bei einem Crow-Konzert, ja, in Essen. Crow hat, ist gerade auf Unplugged-Tour, spielt da vor, was weiß ich, ey, 10.000, 15.000 Menschen Open-Air, auf einer Wiese so. Während in der Casey Diss rauskam, habe ich mir dann nachts zu Hause reingezogen zum ersten Mal den Casey Diss. Ich finde, der Diss macht Spaß, ja. Er ist gut balanciert, ja, zwischen wirklich
Battle Lines, sag ich mal so, mehr oder weniger austauschbare Lines, so, du bist hässlich, du bist fett, so mäßig halt, kann man ja immer bringen und das ist auch gar nicht so schlimm, weil du kannst ja jetzt auch nicht 5 Minuten Battle Song nur persönliche, wobei Urteil hat das schon krass geschafft, muss ich sagen, aber Urteil ist auch wirklich eine Ausnahme, ein Ausnahmeding, 5 Minuten über eine Person zu rappen und nur Negatives zu bringen, nur Punches, die sitzen, ist schon extrem schwer. Das ist vielleicht so das letzte Quäntchen, was gefehlt hat bei Casey. Aber ich würde sagen, es war eigentlich ein Diss-Track, woran man nicht meckern kann. Hat Spaß gemacht. Also soundtechnisch sowieso, habe ich am Anfang gesagt, es wäre auch ohne Diss ein Song, der Spaß macht. Ja, wäre vielleicht noch mehr diese Hook drin gewesen mit dem Is da. Das ist so ähnlich wie auch bei Drake Back to Back. Wenn du einen Song hast, der in den Clubs läuft, ja, und dann daraus sogar noch einen Diss-Track machst, also ich spreche jetzt über Back to Back von Drake, der lief definitiv da in den USA in den Clubs, ist einfach quasi, hat ein bisschen Hit-Charakter. Und wenn du dann einen Song mit, also wenn du einen Diss mit Hit-Charakter hast, umso besser, ja. Punches haben gesessen, bieten genug Angriff und Angriffsfläche gleichermaßen. Also die sind offensiv genug, als dass sie Khatat treffen jetzt an einem gewissen Punkt. Also der Diss-Track war stark, wie gesagt, die Punches treffen. Andererseits bietet der Diss-Track auch genug Angriffsfläche, finde ich, für Khatat, dass er da anknüpft. Vielleicht ein paar Widersprüche, die Casey selbst im Diss-Track so. Ich meine, das ist auch etwas, was jeder macht. Ich hoffe, wenn Khatar sich entscheidet zu antworten, legt er einen Song nach und versucht einen starken Song hinterherzuwerfen, quasi dagegen zu stellen. Wenn ihr Anmerkungen dazu habt, ja, schreibt die in die Kommentare, sagt mir, was ihr von Caseys Diss haltet. Schreibt bitte nicht einfach nur, oh, Casey hat zerrissen, Casey hat gefickt. Schreibt mir, was ihr von dem Diss haltet. Was sind die Schwachpunkte, was sind die Stärken des Disses? Was erwartet ihr euch von Khatar? Ich kann euch abschließend nur noch mal Ruse ans Herz legen, seine Was los, Spezial Was los über dieses Thema. Da hat er noch mal eure Meinung eingefangen, wie hier, nur in Snapchat-Form. Natürlich hiphop.de, wir hören auch unseren Lesern zu, ja, schickt uns immer Meinungen, schreibt, ihr wisst, wir lesen uns das durch, wir antworten, wir nehmen das in unsere Videos, ja. Wer ein bisschen Pause von diesem Beef und Trubel haben möchte, zieht sich doch einfach mal die Was los mit Jan Böhmermann rein, ja, Ruse und Jan Böhmermann, alter Falter, ein Wasserfallgespräch von zwei Leuten, die, ich glaube, das war dann jetzt wirklich das erste Was los, wo Ruse weniger geredet hat als sein Gast. Schöne Grüße auch an Raf Camora, Bones MC, Shao Casado mit dem zweiten Track von Palmos Plastic, Murder. Das Album kommt bald. Darüber können wir auch extra nochmal eine On-Point machen. Hört sich bis jetzt gut an nach einem Anwärter für Album des Jahres. Aber das Jahr ist ja bekanntlich noch nicht zu Ende. Deswegen warten wir das Album ab. Lasst Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche. So viel zum Thema Casey Rebel gegen Khatar. Ich hoffe, es bleibt musikalisch. Ich hoffe, es kommt noch einiges Musikalisches. Ist doch mal wieder schön. Ein bisschen Disserei gehört auch zum Hip-Hop dazu, solange es Musik bleibt. Ich freue mich, ich hoffe ihr auch. Bis zur nächsten Woche. Danke fürs Zugucken.